übrigens genannt, mit Sicherheit die Krönung einer fantastischen Saison für den Korbacher. Und uns hat natürlich interessiert, wie hat er denn die letzten Stunden vor diesem Spiel verbracht? Matthias Stach hat sie mit ihm verbracht und der wird uns jetzt verraten, wie das gelaufen ist. Er hat mit ihm gesprochen und zwar in ganz heiligen Hallen. Es ist wieder mal soweit. Players Locker Room steht da. Heißt also, hier dürfen wir gar nicht hin. Machen wir aber. Es ist der große Halbfinaltag. Ich darf Sie bitten, mal reinzukommen. Da sitzt auch ein junger Mann mit seinem Physiotherapeuten. Ja, hier sehen wir überall die einzelnen Spieler. Die meisten davon sind ausgeschieden. Es sind nur noch vier. Und einer davon, der sitzt hier. Ich setze mich mal daneben. Rainer Schüttler, herzlich willkommen. Das ist ja eine gemütliche Bude hier. Sehr gemütlich. Sehr gemütlich. Ungewöhnlich. Sie haben doch bestimmt viel gehört über die anderen Masters-Turniere. Ich habe gehört, hat immer jeder seinen eigenen Lockerroom. Was ist denn hier eigentlich los? Habe ich auch gehört. Das ist hier, glaube ich, ein bisschen anders. Aber was ich gehört habe bei den anderen Masters, die es, glaube ich, in den letzten 10 Jahren gegeben hat, hat jeder seinen eigenen Lockerroom. Aber ich muss sagen, die Sitze also geschmeidig, bequem. Und wenn Sie mal schauen mögen, da, also ein riesen Screen, kann man auch gucken. Da läuft gerade noch ein altes Match von Agassi. Das ist auch zufälligerweise das Stichwort. Großer Tag sicherlich heute, vor so einem Match gegen Agassi. Sie haben die gleiche Situation gehabt, Finale beispielsweise Australian Open. Wie sind Sie da? Vorher hibbelig? Brauchen Sie da gar keinen um sich? Sagen Sie auch Trainer nicht, will gar keinen sehen. Wie laufen so die letzten 30, 40 Minuten vor dem Match ab? Ja, die letzten 30, 40 Minuten bin ich auf jeden Fall hibbelig. Also, ja. Und dann, wenn ich mich warm mache, da klar werde ich dann nervös. Und dann, wenn ich rausgehen muss, dann bin ich auf jeden Fall nervös. Dann, normalerweise ist es nach dem Einschlagen, kommt es auch an, wie der Start ist, aber nach den ersten ein, zwei Spielen, wenn die einigermaßen laufen, dann geht's besser. Dürfen wir mal einen kleinen Blick, seine Tasche liegt hier, dürfen wir mal einen kleinen Blick haben? Wie viele Schläge haben Sie zum Beispiel vor dem Match dabei? Ja, sechs. Sagen Sie, ich möchte es nicht anfassen. Sechs habe ich dabei, ja. Unterschiedlich bespannt, haben wir ja schon gelernt. Ist das eigentlich... Gibt zwar nicht viel zu sehen, aber... Naja gut, mal bei so einem, ne, was Mütze, zu lesen. Ein paar Getränke. Gibt es ein Glückshemd oder so, dass Sie sich gerne hier mal anziehen? Also es gibt jetzt kein, nicht ein besonderes, sondern klar, ich habe jetzt die neue Kollektion hier die ganze Zeit gespielt und das ist bis jetzt echt mein Glücksend. Damit habe ich es bis ins Halbfinale geschafft und hoffentlich auch heute bis ins Finale. Glück bringt natürlich auch der kleine Stein, das war zu lesen, den wollen wir jetzt nicht zeigen, denn er soll ja Glück bringen. Wie kam das zustande? Ich glaube über einen Freund oder so, ne? Ja, den habe ich vor 1,5 Jahren vom Freund geschenkt bekommen und ja, bis jetzt hat er mir Glück gebracht. Danach habe ich eigentlich immer ganz gut gespielt und ja, jetzt sind wir dabei. Und der gute Mann hat auch schon gegen Agassi gewonnen in diesem Jahr. Wie spielt man denn gegen Agassi, dass man gewinnt? Am besten gut. Das ist nicht einfach. Ich habe in Montreal gegen ihn gewonnen und da habe ich wirklich sehr gut gespielt. Hier habe ich jetzt gesehen, hat er in 3 Sätzen Matches gewonnen, ich in 3 Sätzen. Insofern hoffe ich, dass ich heute, wenn ich mit ihm lange Rallyes gehe und mein Spiel variiere, dass ich ihn ein bisschen unter Druck setzen kann. Und klar ist er der Haushoch-Favorit, aber... ich will alles geben, dass ich ins Finale komme. Sind Sie vorgewarnt, weil bei der Partie gegen Nalbandian, die Tennisfreunde haben das ja gesehen, gerade im ersten Satz gab es, sagen wir mal, gelinde gesagt, einige Entscheidungen, die ein bisschen pro-amerikanisch waren. Sind Sie da vorgewarnt irgendwie, dass Sie damit positiv umgehen, das heißt, dass Sie in positive Energie umwandeln können? Ja, ich hab das mitbekommen und gut, er spielt zu Hause, normalerweise sollte sowas nicht vorkommen, aber ich hoffe, dass heute die Entscheidungen, dass sie gut werden. So, jetzt wird es aber Zeit, dass wir ihn in Ruhe lassen. Gute Entspannung noch, viel Glück fürs Turnier und vor allem für dieses Match. Und natürlich sehen wir uns dann vorm Finale wieder, ist doch klar. Das wäre natürlich ein Ding, aber so oder so hat Rainer Schüttler schon sein Happy End bei diesem Tennisjahr. Vielleicht kann er heute noch einen draufsetzen. Es heißt Daumen drücke, lieben Zuschauer, hoffen, beten, zittern, alles ist erlaubt. Matthias Stach ist Ihr Kommentator vor Ort bei der Begegnung Rainer Schüttler gegen Andre Agassi und ich wünsche Ihnen dabei viel Vergnügen. Herzlich willkommen hier in Houston, wo es heute sehr, sehr schwül warm ist. Hier haben wir den Schiedsrichter Mike Morrissey, einer der bekanntesten im Schiedsrichterlande. Also, es ist soweit. Rainer Schüttler gegen Andre Agassi. Das war natürlich nicht einfach hier für die Akteure. 1,5 Stunden sozusagen die Verspätung. Rainer Schüttler hat wie immer Pasta gegessen vorhin, saß noch mit seinem Coach in der Kabine. Das hat sich dann von der Zeit her alles ein bisschen verzögert. Hat noch eine Banane gegessen aufgrund eines Rates von Alex Stober und dann sich zurückgezogen in die Kabine. Seine Familie saß da, Papa, Mama,
Karl und Clara, dazu Schwester Marita. Da haben wir Darren Cahill, den Coach von Agassi, der seinerseits saß mit Therese, dem Konditionstrainer, zusammen. Also die ganze Familie Schüttler angespannt und Dirk Hordorf hat sozusagen die letzten Worte an Rainer gerichtet. Und um eins hat mich Rainer noch gebeten, ich soll schöne Grüße ausrichten und zwar ans Korbacher Tenniszentrum. Da sitzen jetzt viele, viele Menschen vor dem Fernseher in Deutschland. Also Rainer hat nochmal gesagt, schöne Grüße genauso wie nach Eppe in der Mehrzweckhalle, wo eine riesen Leinwand aufgebaut ist. Heißt also, schöne Grüße von ihm aus Houston, genauso wie an alle anderen deutschen Tennisfans, die ihm die Daumen halten, die ihm einige E-Mails geschrieben haben, viele E-Mails. Er hat etliche beantwortet. Das ist Wahnsinn, was sich der Rainer für eine Zeit nimmt. Und jetzt ist es also soweit. Er war gestern total enttäuscht, war niedergeschlagen, saß rund eine Stunde völlig down in der Kabine nach der Niederlage gegen Moya, hat sich ja dann fast entschuldigt bei seinen Fans und auch bei seinem Anhang. Heute aber will er wieder angreifen. Alles ist bereitet. Er hat das weiße Schweißband heute wieder um, der Rainer Schüttler. Die Jungs haben die richtige Box eingenommen, nicht wie gestern auf der anderen Seite. Also vom Aberglauben her ist alles gerichtet. Schüttler serviert Halbfinale Masters Cup 2003. Und sicherlich wünschen ihm alle viel Glück, vor allen Dingen einen guten Start in dieses Match gegen Agassi. Er war ganz ruhig vor dieser Partie. Sehr in sich gekehrt, völlig abgeschottet im Locker-Room. Der nimmt da überhaupt nichts wahr, egal wer da rein und raus geht. Es war eh ziemlich leer. Grundschläge von Schüttler ein bisschen kurz. Agassi hat sich mit Cahill eingespielt. Direkt nach Schüttler. Auf dem Center Court natürlich. Rainer Schüttler wie immer mit seinem Fahrer Cody, der auf Club-Level spielt, hier in den Staaten. Auch ein Glücksbringer. Wie so vieles in diesen Tagen von Houston. 50%. Und er hat, und dann schließen wir das auch ab, wie immer, gestern Abend Sushi gegessen. Auch das musste sein, auch das musste eingehalten werden. Bravo! Die Taktik von Schüttler ist klar. Der will möglichst lange spielen. Denn auch als er gegen Agassi gewann, da muss man ehrlich sein, bei diesem einen direkten Vergleich der beiden. Es war immerhin das letzte Spiel. Da war er unterlegen lange Zeit, aber kam dann, als Agassi müde wurde, in Montreal im Viertelfinale. Normalerweise ist Schüttler ein Spieler, der ihm hier vom System her liegt. Oh.
10 Sätze. Ganz wichtiges Spiel für Schüttler. Der einen guten Rhythmus hat, hat er allerdings auch gegen Carlos Moya. Aber prima Auftakt für den Deutschen, der in einem ganz neuen Hemd spielt. Das gibt es überhaupt noch nicht zu kaufen, wenn Sie mal auf die Maserung achten. Das ist einem Röntgenbild nachempfunden. Und hier haben wir Jim McInvail. Der Macher dieses Turniers, gab viel Kritik, weil er sehr parteiisch ist, hat Griffel bekommen von der ATP, verhält sich jetzt ruhiger. Der ist übrigens klitschnass, der hat nämlich selber mit Hand angelegt. Ein Möbelmogul, einer, der auch mal eben 500.000 Euro bzw. Dollar spendet zugunsten des Tennissports und ein glühender Verehrer von ihm hier. Na, da gab es ein Schild, We Love Agassi. Das musste der Kollege erstmal einstampfen. Hat Agassi irritiert. Agassi, der seine Ordnung auf dem Platz braucht. Jedes Ballkind muss die gleiche Anzahl an Bällen in der Hand haben, muss genau auf der richtigen Position stehen. Auch er hat seine Marotten. Klares Aufschlagspiel für Agassi. Wenn Schüttler zu kurz ist, das liegt ihm vor allen Dingen. Da oben rechts sehen wir den langjährigen Freund von Agassi, The Race. Die beiden haben derart Kondition gebolzt nach den US Open. Agassi hat überhaupt nicht gespielt, war unsicher, wie das ist mit der mangelnden Matchpraxis. Aber es hat ja gut funktioniert, er hat sich durchgesetzt in seiner Gruppe hinter Federer, vor Ferrero und Nalbandia. Glück für ihn.
klar, sofort die Entschuldigung. Einer, den alle Spieler mögen mittlerweile, ganz anders als in früheren Tagen. Einer, der seinen Respekt vor den anderen, nochmal die Entschuldigung, auch deutlich äußert in Pressekonferenzen, hat große Lobesworte gehabt für Schüttler. Stark! Rhythmus ist da. 30-15. Was haben alle auf den Deutschen eingeredet? Junge, hab Spaß, du bist im Halbfinale einer Weltmeisterschaft. Vor der Saison war das Ziel Top 20. Und wenn Rainer Schüttler diese Partie gewinnt hier gegen Agassi, dann reden wir über einen Weltranglistenfünften aus Deutschland. Mehrfach Rahmen und dann der Fehler von Agassi. Also, ist das nicht ein guter Start? 2:1 für den Deutschen und das ist richtig wichtig, dass er hier so gut reinkommt. Sieht prima aus für Schüttler, die Führung. Wir sind gleich zurück. Ein Wagen mit Klasse. Opyrus. Kia, the car that cares. Zweimal hat er verloren, einmal gewonnen gegen Agassi. Ich glaube, wir wollen mal einfach hören, wie man gegen einen Agassi spielt. Und wissen Sie was? Fragen wir einen, der sich auskennt. Das ist der Coach von Rainer Schüttler, Dirk Hordorf. Großes Spiel gegen Andre Agassi steht also an. Der Rainer hat ganz gute Erfahrungen eigentlich mit ihm gemacht in letzter Zeit. Wie stellen Sie ihn denn ein auf diese Partie oder haben ihn eingestellt? Gegen Andre kann man sehr einfach definieren. Da muss man sein bestes Tennis spielen, da kann man sich nicht verstecken, da muss man volle Pulle gehen, da muss man aggressiv spielen. Und wenn man das nicht schafft, dann drückt ein Agassi einfach weg. Das heißt, er muss volles Risiko gehen und sein bestes Tennis spielen. Das hoffen wir natürlich auch, aber bisher spielt er gutes Tennis, der Rainer Schüttler. Agassi serviert. Bravo, toller Ballwechsel und der war richtig schwer, den mag er überhaupt nicht, wie fast alle den Rückhand über Kopf, aber vor allen Dingen für Agassi, der nicht besonders groß ist von Wuchs, ist das schwierig, aber war nicht schlecht, dass Rainer ihn versuchte zu locken, das könnte auch ein Mittel gewesen sein vom Deutschen, toller Ballwechsel. Na, besser geht's nicht. Ganz viel Gefühl. Schüttler, der sich auch wohlfühlt im Doppel, durchaus auch Erfolge gefeiert hat. Ein echter Allrounder. Ah! 15-13.
Achten Sie mal drauf, wenn Rainer Schüttler den Amerikaner in der Rückhandecke gebunden hat, dann bleibt der auch immer ein bisschen dort stehen und dann muss der Rückhand-Longline kommen. Agassi spielt ebenfalls zumeist Rückhand-Cross. Taktisches Spiel. 30. Tolles Tennis. Nicht voll getroffen, aber der war gut. Mensch, das kann eine richtig gute Partie werden hier zwischen den beiden. Bei den Australian Open im Finale hatte Schüttler null Chance. Da spielte Agassi in einer ganz anderen Liga. Aber mittlerweile reden wir über einen Gegner, der in der Weltrangliste unter den Top 10 geführt wird und den alle respektieren. Vor allen Dingen aufgrund seiner überragenden Fitness. Einer der 5 schnellsten Spieler der Welt, der Deutsche. Absolut bewusst. Das ist ein festes taktisches Mittel. Die Frage ist, wie kann er es verfolgen? Der ist kaum zu sehen. Beide tun sich mit dem Rückhandslice nicht besonders leicht. Vor allen Dingen Agassi, der den Ball mehr rüber schupft, wenn er mal dazu gezwungen wird. Schaut rüber zu Dirk Hordorf. War richtig, dass er das versucht. Dahinter Dominik Böttcher, Betreuer seines Bekleidungssponsors. Auch er ist hier seit Beginn der Woche. Ganzer Stab. Und wie gesagt, die Eltern, Freunde, die auch Schüttler heißen, aber keine Verwandtschaft besteht. Die Schwester ist da. Viel Unterstützung. Langes Spiel. Ja, die Lieben von Agassi sind zu Hause. Enormen Stress gehabt. Um die Geburt seiner Tochter. Vor 5-6 Wochen dazu noch seine große Charity-Gala-Veranstaltung. Dauerstress, überhaupt kein Schlaf. Und er war dann auch der Erste, der hier anreiste. Trainierte übrigens sehr früh mit Rainer Schüttler. 2 Stunden. Das ist mittlerweile fast 1,5 Wochen her. Donnerstag vor einer Woche. Vor 2000 enthusiastischen Kids. 2 beide. Ja, man schwitzt viel, ich habe es angedeutet. Es ist zwar jetzt bewölkt, aber sehr schwül am heutigen Tag. Zu Beginn des Tages über 70% Luftfeuchtigkeit. Aber ansonsten relativ angenehm zu spielen. Nicht so viel Wind wie in den vorangegangenen Tagen. Und das heißt vor allen Dingen, man spielt besser vom Treffpunkt her. Thank you.
riesig. Hode hat Einstellung heute. Aber das musste auch eine Wende geben. Mensch, der hat sich so runtergezogen gestern, sprach schon von Abflug am Sonntag. Aber da hat sich einiges getan. Alle Freunde haben auf ihn eingeredet. Der kann so stolz sein auf diese Saison. Und er muss es einfach heute genießen, alles geben. Und dann hat er auf jeden Fall eine Chance, wenn auch eine wesentlich geringere als der Gegner. Bravo! Entscheidender Schlag gegen Guillermo Coria. Inside out heißt er, mit der Vorhand aus der Rückhandecke, kurz cross gespielt. Es lässt sich sehr gut an in diesen ersten mittlerweile schon 20 Minuten. Der war gut. Was hat der noch für Reflexe? Der älteste Spieler in diesem Feld überhaupt. Das sind die beiden Oldies hier. Schüttler und Agassi. Wobei Schüttler noch 6 Jahre jünger ist. Agassi 33 Jahre alt. Er bleibt in Führung. Der Deutsche. Es ist viel, viel Arbeit, aber das weiß er ganz genau. Und er kann ja, das machen wir uns da mal gar keine Sorgen, stundenlang laufen. Eine der fittesten. Das war's, was wir geben. Wir sind gleich zurück aus Houston. Erleben Sie den ATP Masters Cup mit Lacoste. Er hat lange Zeit mit Brett Gilbert, dem verrückten Coach, zusammengearbeitet, aber mittlerweile seit einiger Zeit schon, seit Februar 2002 mit Darren Cahill. Und natürlich hat der auch eine Meinung zu diesem Spiel. So what kind of expectation do you have? Welche Erwartungen hat er? Ja, Rainer ist einer der schnellsten der Welt. Unglaubliche Beine, bewegt sich fantastisch. Seine Ranglistenposition hat sich gewaltig verbessert in diesem Jahr. Es wird ein sehr schweres Spiel werden. Letztes Mal hat Rainer in 3 Sätzen gewonnen, also Ander wird sich zusammenreißen müssen. Sonst wird es nicht einfach. Es wird ein großes Spiel werden, bin ich sicher. Das hoffen wir doch. Auf jeden Fall ist es bisher wirklich ein prima Tennisspiel. Rainer Schüttler hat nicht immer Bestform gezeigt. Gilt auch für Agassi. Katastrophale 1,5 Sätze gegen Ferrero. Da war er fast draußen. Völlig aus dem Tritt. 2-3 liegt er hin. Direkt neben ihm ist seine Box jetzt auf der Seite. Wie gesagt, auch da gab es heute einen Wechsel um alles. Auch die Sitzordnung ist ganz genau gleich. Alex Stober und Dirk Hordorf.
Alles muss optimal ausgerichtet sein. Schon bemerkenswert, was Agassi für ein Tempo spielt. Aber eben gegen einen, der ihn eigentlich liegt. Aber auch Agassi hat seine Angstgegner. Ein Ronald Agenor beispielsweise aus Haiti, den kennen die wenigsten. Wann immer er gegen den auf den Platz kam, hat er verloren. Da hat er vorher schon die Krise gekriegt. Glück gehabt, guter Kickaufschlag von Agassi, nicht besonders hart, aber das sind beides keine Hardhitter beim Aufschlag, die haben andere Qualitäten. So langsam aber sicher nach 25 Minuten geht's in die entscheidende Phase. Ganz wichtiges Aufschlagspiel von Schüttler, es wird kribbeln jetzt. Legt gegen die Sonne auf, die jetzt langsam so ein bisschen rauskommt. Das wird ein enorm schwieriges Aufschlagspiel. Sehr stark serviert. Geschwindigkeit 185 km/h. Das liegt etwa im Rahmen des Tempos, mit dem Schüttler aufschlagen kann. Da haben wir den Freund der Familie Agassi. Enge Verbundenheit seit über 10 Jahren. Tochter war mal krank. Das hat Agassi so mitgenommen, dass er sich komplett gewandelt hat. Besuchte sie jeden Tag, veränderte auch seine Persönlichkeit, wurde nachdenklicher, begann in der Bibel zu lesen. Stark, Rainer Schüttler. Über die Rückhand Longline, da muss und will er sich viele Chancen erarbeiten. Thirty.
Bälle alle ordnungsgemäß in die Ecke gerollt werden. Wichtiger Schritt. Erstmals richtig gegen die Sonne serviert und das Aufschlagspiel durchgebracht. Agassi läuft nach wie vor dem Rückstand hinterher. Das siebte Spiel ging also an ihn. 4-3, es sieht nach wie vor sehr gut aus. Mit Kia, The Car That Cares. Gleich neue Bälle geben, darum holt er sich einen neuen Schläger, wie immer auch Lenzel und Becker haben das gemacht. Er hat viel Respekt vor Rainer Schüttler und das deutete er auch in diesen Tagen von Houston. He's one of the quickest guys. Ja, Rainer ist einer der schnellsten Spieler auf der Tour. Sehr solides Spiel von hinten. Hat ein super Jahr. Es wird ziemlich harte Nuss werden. Ich darf mir keine großen Fehler erlauben und muss mein bestes Tennis spielen, sonst wird es ziemlich schwer werden. Und bisher ist es auch schwer. Er zeigt an, neue Bälle. Und wie gesagt, ein neues Racket. Agassi hat oft 10 Rackets dabei. Schüttler, wir haben es vorhin gesehen, 6. Ganz egal, genau den muss er versuchen. Ohne den Rückhand Longline kann er diese Partie nicht gewinnen. Oh, da hätte sie Glück gehabt. Fast verschleudert die Vorhand. Der war gut. Klar ärgert er sich, denn den hat Agassi alles andere als voll getroffen hier, diesen Vorhandball. Hatte viel Spin und dadurch nicht zu kontrollieren für den Deutschen. Klasse bewegt von Schüttler, der auch in diesem Jahr wie in den Jahren zuvor in der Pause, in der kurzen, einen Taekwondo-Trainer, einen ehemaligen Weltmeister bemühen wird, der ihn in Schwung bringt. Aber erstmal heißt es Urlaub, so lang und so weit ist es aber noch lange nicht. Unforced Errors, doch eine Menge bei Agassi. Hat er probiert, den Ball früh zu nehmen, war sehr hoch gespielt mit enormem Kick. Vom Tempo her muss man sagen, fast harmlos.
dieser Aufschlag. Knapp 130 km/h. ...34 Minuten harte Tennisarbeit liegen hinter den beiden. Schüttler serviert zum fünften Mal in dieser Partie. Ähnlicher Aufbau, Sie sehen das. Beide gehen über die Rückhand des Gegners. Deswegen sehen wir sehr viele Rückhand-Cross-Duelle. Und die Frage ist dann, wer macht zuerst was anderes? Entweder die Linie entlang oder wie Schüttler ab und zu auch einen Stopp einstreuen. Werden wir von Agassi seltener sehen, die zweite Variante. Stark gespielt vom Amerikaner. 13-15. Der ganz toll ist gegenüber den Fans, aber genauso wie Andy Roddick, wenn er trainiert hat, nie Autogramme gibt, auch am heutigen Tag nicht. Nach dem Match, egal ob er verloren oder gewonnen hat, ist das eine ganz andere Geschichte. Darren Cahill, lange Jahre Trainer von Leighton Hewitt, guter Surf- und Volley-Spieler gewesen, spielt auch im Training mit Agassi vorhin ganz gut mit. Die beiden übrigens nur 15 Minuten auf dem Platz, ruckzuck ging das. Das ist der Longline, den er braucht. Und er ist richtig heiß. Und genau das ist der Unterschied. Bisher zieht er sich überhaupt nicht runter, sondern greift an. Aber wie gesagt, das wurde ihm auch von allen Seiten eingeimpft und er scheint es angenommen zu haben. 5:4 steht's für Rainer Schüttler. Steffi nicht kommen. Die sitzt jetzt und schaut wahrscheinlich. Die Familie hat übrigens einen Tennis-Channel auch mittlerweile sich besorgt. Das heißt, Agassi hat das getan, hat gesagt, naja, meine Frau war nicht dafür. Aber bei über 2000 Quadratmeter Wohnfläche, ich wiederhole, 2000 Quadratmeter Wohnfläche, kann man sich da ja auch ab und an zurückziehen. Stefan. 5:4 für Rainer Schüttler. Jede Menge Druck. Towels, more towels.
Return war gut. Schwierig, aber stark. So, jetzt gut bewegen, denn das wird ein wichtiger Punkt. Die Athletik. Optimal, Arm geht hoch, zeigt auf den Ball, mit dem rechten Bein abgesprungen, wie es sich für einen Rechtshänder gehört. Schade. Mann, war der unterwegs da hinten, der Rainer Schüttler. 13-13. Aber es spricht auch für diesen außergewöhnlichen Andre Agassi. Zum 12. Mal bei diesem Turnier dabei. Zum 6. Mal in Folge. Vor 13 Jahren hat er es zuletzt gewonnen. Wie er Druck machen kann. Und das in seinem 18. Profijahr. Das hängt am seidenen Faden. Zeit lassen. Macht Schüttler. Geht nochmal zum Handtuch. 20 Sekunden hat er Zeit. Und die nutzt er voll. Schade. Sein Mentor, der hat ihn erst überredet, dass er Tennisprofi wird. Dirk Hordorf. Kleine Chance war da. Er hat den Schläger kontrolliert geworfen, Rainer Schüttler. Beide spielen ein Modell der gleichen Firma, beide leicht modifiziert. Es gibt ja mittlerweile wahre Baukünstler. Schüttler beispielsweise hat die gleiche Griffschale und das gleiche Seitenösenband wie beim Vorgängermodell. Da gibt es ganz spezielle Wünsche und die werden erfüllt in der Weltspitze. Fünf beide. Diese Variante muss er häufiger spielen, denn bei aller Klasse des Andre Agassi, er hat einfach nicht das Gefühl bei der einarmigen Rückhand. Das sollte so eine Art Stopp werden. Das ist, wenn überhaupt, ein Schwachpunkt des Amerikaners. Nur, man muss erstmal dahin kommen, dass man das anspielen kann. Diese Variante hat Schüttler vor allem gegen Roddick gespielt, aber der hat auf der Rückhandseite auch große Schwächen. Gegen ihn hier nach wie vor den besten Return, vielleicht auch Passierspieler der Welt, wird das schon schwieriger. Thank you.
13-15. Das wusste er schon vorher. Haben Sie das kommen gehört? Da flog der Ball noch. Bravo. Ganz viel Gefühl im Rückhandslice, gegen die Laufrichtung gespielt. Tolle Aktion von Andre Agassi. 14-13. Es wird eng. Sein Lieblingsschlag aus der Bolitieri-Schule, die lange Zeit von ihm profitierte, als er die ersten Erfolge feierte, verlängerten die Leute reihenweise ihren Aufenthalt im Bolitieri-Trainingscamp. War der wichtig. Nur in der Defensive, Rainer Schüttler. Und dann ein längerer Schlag. Und das Wichtige, und das haben wir nicht immer gesehen, hier geht er sofort nach, mit Druck, mit Risiko. Und damit nach wie vor nicht ein einziger Breakball in dieser Partie auf beiden Seiten. Bisher. Guter Aufschlag. Leicht versprungen noch. Schüttler führt wieder, mindestens den Tiebreak hat er erreicht. Und da sitzen sie alle. Oh, ist das ein Fieberkurvenspiel. Das nimmt so richtig mit. Machen wir eine Pause. Bis gleich. International Modern Art Exhibition Outlook. From October 25th, 2003 to January 25th, 2004 in Athens. Cultural Olympia. Celebrate cultures. Mit Kia, the car that cares. So, wir nehmen Sie mal rüber mit zu einem der faszinierendsten Spieler aller Zeiten. Sein Aufschlag, noch kein Ass, aber er spielt auf Sicherheit, vor allen Dingen gegen Rainer Schüttler. Es ist müßig, seine ganzen Titel aufzuzählen. Auf jeden Fall, er hat jedes Grand Slam-Turnier gewonnen. Australian Open, ein Turnier, das er hasste, 9 Jahre überhaupt nicht hinreiste. 4-mal French Open, Wimbledon und US Open, 2-mal. Das ist derart außergewöhnlich. Finanziell muss er sich keine Sorgen machen, das ist logisch. Kauft sich ab und an mal was Nettes, zum Beispiel ein Privatjet für 2 Millionen Dollar oder mal ein Auto, übrigens mit Raumfahrttechnologie ausgestattet, war vor 11 Jahren. Das passt ja ganz gut zu Houston mit der Raumfahrt. Ein Vector V8 war das, 700 PS. Fast 400.000 Dollar hat er gekostet.
Ich bin mir sicher, dass über Geld in diesem Moment auf beiden Seiten nicht nachgedacht wird. 5-6 liegt Agassi hinten und serviert. Ist das Wahnsinn? Wieder den Ball da noch holt. Da gibt es kaum welche im Circuit, die vor allen Dingen es dann auch noch schaffen, den Cross zu bekommen. Ganz extremer Einsatz des Handgelenks. Das ab und zu ja mal beim Aufschlag ein bisschen hart wird, gelinde gesagt, bei Rainer Schüttler. 30 beide. Der erste Breakball in dieser Partie und so ganz nebenbei nach 53 Minuten Satzball Rainer Schüttler. Boah, jetzt steigen die Aktien. Das ist ein schwerer Zweiter. Komm, geh nach. Jawohl! Der erste Satz geht an Rainer Schüttler. Oh, jetzt ist alles möglich. Jetzt ist alles möglich. Denn es heißt ja mindestens 3 Sätze. Und der hat ja Kondition, hat Kraft. Und jetzt hat er endgültig den Glauben. Mensch, nach dem ganzen Runtergeziehe da gestern, dem völlig unnötigen. Jetzt hat er wirklich den Glauben, dass er diese Partie gewinnen kann. Und da sage mir noch mal einer, Tennis in Deutschland ist tot. Mit Kia, The Car That Cares. Und die Künstler von morgen können träumen und lächeln. Die Kulturolympiade hilft bei der Herausgabe von UNICEF-Karten und lädt uns dazu ein, durch diese Botschaften zu verkünden, dass Kultur Leben ist und Leben schafft. Die Kulturolympiade. Kulturen feiern. Erleben
gewinnen Sie den ATP Masters Cup mit Lacoste. So, jetzt habe ich meine Nerven ein bisschen beruhigt. Also zunächst mal, während wir hier diese Einspielungen sehen, möchte ich Ihnen gratulieren, liebe Tennisfreunde, denn Sie haben sich, glaube ich, richtig entschieden. Beim Fußball gab es eh nicht zu ernten heute gegen Frankreich. Also, vielleicht werden wir ja noch ein paar mehr, denn das lohnt sich doch. Schüttler at his best. Also, der spielt so wie über die gesamte Saison. Und was haben die denn zerrissen? Nach dem Davis Cup, als eben mal nicht so lief, ihm wurde vorgeworfen, er hätte zu viel äußerliche Auftritte gehabt. In einigen Shows war er zu finden, aber mein Gott, der hat 2-3 Wochen Urlaub. Wird nach, nicht nach diesem Match, das hoffe ich doch, sondern nach diesem Turnier zu Tommy Haas fliegen, nach Florida, dort 1-2 Wochen verbringen, dann vielleicht ein bisschen Skifahren und dann geht's auch schon wieder los mit der Vorbereitung. Und das ist der Rainer Schüttler, wie man ihn kennt. Der ist positiv heute, absolut positiv. Dirk Holoff hat gesagt, naja, also nach dem Ding, wenn er sich so runterzieht, wissen Sie was, dem sage ich einfach, Rainer, du kannst ja gegen Agassi sowieso nicht gewinnen. Das hat er schon mal bei den French Open gemacht, vor einem Sandplatzspiel und hat zu Rainer Schüttler gesagt, du, pass auf, Sand ist ja nicht dein Belag, geht eh nicht, macht nichts. Und das hat den Rainer Schüttler so sauer gemacht, dass ich gedacht habe, jetzt zeige ich es mal dem Coach. Und er war auch bei den French Open unter den besten 16. So wie bei jedem Grand Slam Turnier. Gut starten jetzt in den zweiten Durchgang. Das wäre wichtig. 7-5 der erste für ihn. Auf geht's und auch jetzt nochmal viel Glück. Das ist alles wohl dosiert. Der Stopp muss gar nicht so gut sein. Ich habe es angesprochen. Aber Agassi macht damit einfach zu wenig. Und vor allen Dingen ist Schüttler schnell genug, um dann eine der kommenden Chancen zu nutzen. Sieht das gut aus derzeit. Aber es hat so viele Wenden gegeben im Verlauf dieses Turniers. Bleiben wir reserviert. Das kann nur er. Den Ball im Aufsteigen nehmen, optimale Koordination. Auch spezielle Übungen dazu im Training gibt es, wo der Coach von der T-Linie serviert. Die Amerikaner haben sogar mal eine Aufschlagmaschine erfunden. Serviert mit 185 km/h, hat sich aber nicht wirklich gut verkauft. I've got to give my first serve because of that. Yeah, but
It could have interrupted him, sorry. Also, Schüttler, so sagt es Morrissey, fühlte sich gestört. Es gibt zwei neue. Das gab es allerdings auch selten. Nochmal sei gesagt, es ist enorm schwül. Schauen Sie mal, was hier passiert. Schläger rutscht ihm ab. Das bei diesem Spielstand. Ah, die Griffschale hält. Das war früher bei den Rackets nicht so. Die müsste man immer so festklopfen geradezu. Das ist nicht das Problem. War natürlich ärgerlich beim Spielball. Jetzt ruhig bleiben. Agassi bekommt seine erste Break-Möglichkeit. Komm, Rainer, ruhig bleiben, jetzt nicht wieder negativ texten. Er hat einen Hang dazu. Und vor allen Dingen erster Aufschlag. Platz fällt aus Agassis Sicht nach links ein wenig ab. Darum servierte Schüttler jetzt auch dorthin. Er ist zu lang. Und deswegen macht Agassi auch sein erstes Break perfekt und geht mit 1:0 in Führung. Und zum ersten Mal kommen sie wieder so richtig. Agassi hat das letzte Sandplatzturnier hier gewonnen in Houston. Das Clay Court Championships im Frühjahr jeden Jahres. Auch Roddick hat sich hier schon in die Siegerlisten eingetragen. Ist enorm beliebt. Der Amerikaner, der in der Jugend fast überhaupt nicht auf Sand gespielt hat, überhaupt gar keine Turniere spielte. Und wenn, dann war der Papa ziemlich streng. Wenn er nur Zweiter wurde, dann wurde auch mal gerne der Pokal in die Mülltonne geworfen. Vielleicht ist es auch daher zu erklären, dass Agassi nicht zu sehr drauf legt, die Trophäen aufzuheben. Und dann im Pappkarton, in einem Pappkarton hinter dem Sofa zu Hause hat er einige ausgestellt. So, Rainer Schüttler hat seinen Schläger gewechselt. Musste er, vielleicht ist doch der Griff ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden oder der Rahmen. Also Agassi im Vorteil. Okay, mate. Er serviert. Vielleicht hören Sie es über die Außenmikrofone. Es gibt wieder die Selbstgespräche des Mannes in Rot-Weiß.
Tolle Spieleröffnung von Agassi durch den Rückhand Cross, den er Anfang der 90er ganz intensiv trainiert hat. Den er sehr verbesserte, vor allen Dingen auf Sand half er ihm viel. Aber prima gelaufen. Klasse gekämpft, aber das Spiel von Agassi einfach zu gut. Die Frage wird sein, wer ist der Frischere nach einer langen Saison? Für Agassi gilt das nicht. Er ist sein 13. Turnier. Der hat fast nur die Hälfte an Matches bestritten, im Gegensatz zu Schüttler, der sein 29. Turnier bestreitet und über 100 Matches absolvierte mit diesem hier. 0-2. Fast jeder Ball wird jetzt kommentiert. Er war den kompletten ersten Satz ruhig. Und jetzt hören wir wieder das, was wir schon einige Male beobachten mussten. Hören Sie sich das an. Ich sollte Lotto spielen heute. Mensch, der steht im Halbfinale der WM. Der hat den ersten Satz gewonnen gegen Agassi. Er muss sich jetzt runterbringen wieder. Das ist, ja, was ist das? So eine Art gespaltene Persönlichkeit. Ich habe ihn mal bei den French Open gefragt, wer ist eigentlich der Herr Schüttler da, der mit dem Rainer zusammenspielt? Da sind wir Mark Miles, den ATP-Chef. Er weiß es nicht. Drei Breakchancen für Agassi, der weiter konstant spielt, der ruhig bleibt. Man kann allerdings sagen, der auch der Erfahrene ist. Als er Profi wurde, war der Gegner 10 Jahre alt. Ich will nicht sagen, der war abgeschenkt, aber bei 0-40 hat er den dann durchgezogen. Wir hoffen, hoffentlich alle, dass er vor allen Dingen mental wieder zurückfindet in diese Partie. Mit Kia, the car that cares. So, während wir eine Grafik sehen und jetzt Agassi, wollen wir mal kurz hören, was Dirk Hordorf zu sagen hat, wie denn man mit den Umständen hier umgehen muss, das heißt enthusiastische Zuschauer und so weiter und so fort. Publikum, muss ich sagen, ist hier durchaus gut. Wenn man von diesem etwas missglückten Turnierpromoter hier absieht, der das Ganze hier inszeniert,
ist das Publikum völlig normal, dass die den eigenen Landsmann unterstützen. Das wird in Deutschland für der Rainer unterstützt und hier in Amerika der Agassi. Da hat Rainer überhaupt kein Problem mit. Also der Trainer sieht das recht realistisch und das ist wirklich so. Also das Publikum ist schon sehr, sehr fair und mit dem Turnierpromoter meinte er Jim McIngvale. Es haben sich etliche Spieler beschwert, der sei zu einseitig. Der hat ja teilweise gegen Nalbandian Agassi zum Sieg geschrien. Sitzt heute auch ganz woanders als sonst, nicht mehr jetzt hinter Agassi in der ersten Reihe, sondern ganz oben versteckt. Daran wird es nicht liegen. Rainer Schüttler muss sich selbst rausziehen jetzt. Vor allen Dingen muss er positiver werden, viel positiver. Okay. Der Deutsche hat nur eine Chance, wenn er am Limit spielt, an seinem spielerischen Limit und wenn er eine positive, energiegeladene Ausstrahlung hat. Sollte normalerweise der auch heute wieder in ein Taschentuch eingewickelte Glückstein helfen, der sich in der rechten Hosentasche von Rainer Schüttler befindet. Und die auch nicht verlässt während des Matches. Klares, schnelles Spiel für Agassi. Aber das muss alles nicht heißen. Ich bin sicher, dass Schüttler nicht mehr in diesen Satz zurückkommt. Aber, es gibt neue Bälle, Agassi wechselt den Schläger, das kennen wir schon. Aber er sollte das jetzt nutzen, um wieder in den eigenen Rhythmus zu kommen. Um wieder mithalten zu können. Und im dritten Satz wäre dann wieder alles möglich. Auch das übrigens macht Agassi immer. Streckt den Schläger aus und lässt diese Hülle abziehen, hat seinen eigenen Beseiter dabei, der Mann, der auch bei den US Open für die Schlägerbeseitung aller Spieler sorgt. Der überlässt nichts dem Zufall. 0-4. Ich will nichts beschreien, aber Rainer Schüttler hat sein rotes Schweißband angelegt. Das ist genau das, mit dem er bisher seine einzige Niederlage bezog. Sage ich nur das mit dem roten Schweißband, weil es wirklich ein Thema kurz vor der Partie war, am Tisch zusammen, auch mit Dirk Kordoff. Deswegen hat er auch mit der weißen Variante angefangen. Komplizierter Sport, das Tennis. 15-30. Wieder zwei Breakbälle. Let's first.
Andre Agassi hat in diesem zweiten Durchgang, der noch nicht so lange andauert, 20 Minuten, dreimal so viele Punkte buchen können auf der Habenseite als der Gegner. Dementsprechend deutlich eben auch die Führung für den Amerikaner, der sich durch nichts ausbringen lässt. Das hat er schon so viel erlebt in seiner Karriere. Meine Güte, es gab Meldungen, dass er irgendwann drohe, völlig zu erblinden. Das war Anfang der 90er. Er müsste mit dem Sport aufhören. Das war eine von 1000 Enden, die es gab über ihn. Er ist der Spieler mit dem guten Herz. Das muss man eindeutig sagen. Millionenfach die Beträge, die er sammelt für seine Foundation. Jedes Jahr diese Riesengala. Aber es sind auch Kleinigkeiten. Im Mai 92, da ging er durch seine Heimatstadt Las Vegas, stolperte, fiel gegen eine Harley Davidson. Und was machte der gute Andre Agassi? Der wartete 1,5 Stunden auf den Besitzer, entschuldigte sich ganz höflich, drückte ihm 8.000 handgezählte Dollar in die Hand, kein Witz, und zog von dann, erkundigte sich nochmal, reicht das auch für die Reparatur und so weiter. Also der hat schon mehr als nur humane Züge. Auf der anderen Seite natürlich auch der extravagante Typ vergangener Tage, der sich Zigarren tausende von Kilometer einfliegen ließ, der ganze Vergnügungsparks mietete, wenn er Geburtstag hatte, über 1000 Leute einlud. Aber gut, das ist halt die andere Seite der Medaille, wer es sich leisten kann. Und er kann das in jedem Fall. Übrigens, auch Rainer Schüttler hat schon viel verdient bei diesem Turnier, schon 330.000 US-Dollar. Es könnten noch ein paar mehr werden. Aber dafür müsste sich vor allen Dingen von der Einstellung her was ändern. 5-0. Da war Agassi überrascht. Das sind genau die Punkte, die Ballwechsel, die er jetzt braucht, um wieder den Glauben zu finden, das Selbstvertrauen, die positive Ausstrahlung. Das wäre ganz wichtig. Na also. Auch wenn er den Punkt nicht macht, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Spiel. Viel ausgeglichener. Und all das gilt hoffentlich dem Aufbau für Satz Nummer 3. Denn wer zweifelt dran, dass es den geben wird? Es hat schon die tollsten Sachen gegeben, aber das wird es nicht geben. Prima.
ganz beweglich. Auch dort gibt es tausendfach Übungen. Schüttler hat auch vor diesem Turnier 2 Tage Krafttraining gemacht, Lauftraining, Beweglichkeitstraining, auch zwischendurch immer wieder kleinere Übungen auf dem Court, um die Explosivität zu schulen. Dieser Mann ist ein Phänomen. Und vor allen Dingen unnachahmlich, wie der die Grundschläge durchzieht, egal auf welchem Bodenbelag. Sampras hat das nicht geschafft, alle Grand Slam-Turniere sich zu holen. Agassi schon. Advantage. 26 Minuten in diesem zweiten Durchgang absolviert. Satzball für den Amerikaner. Ganz ruhiger Vertreter, nicht so wie Ex-Coach Gilbert, der eigentlich von morgens bis abends nur redet. Spitzname CNN. Guter Tempowechsel. Vielleicht sagt jetzt mancher, Mensch, das ist doch vergeudete Kraft. Konzentrier dich doch auf den dritten, aber erstmal schmerzt so eine Null, aber das ist nicht das größere Problem. Der Rhythmus, das Wiederkehren zum Rhythmus, das ist das Wichtige und da ist er auf einem guten Weg. Auch er kann durchziehen beim ersten Aufschlag, 185 km/h. Die Jungs sind jeden Tag da, mal für Andre, mal für Andy. Und noch ein Satzball. Der zweite Durchgang ist vorbei, aber aufgrund dieses letzten Spiels, der letzten 1-2 Spiele, habe ich wirklich ein bisschen Hoffnung, dass wir vielleicht eine ausgeglichene Partie sehen werden, dann im dritten Durchgang. Jetzt seinen Schluck und wir schauen auf die Daten. Tja, passt zum Namen. Erschütternd die Quote beim ersten Aufschlag bei Schüttler. Agassi servierte besser, vor allen Dingen sicherer. Dann mehr Fehler bei Schüttler. Aber das war unter dem Strich in dieser halben Stunde schon ein Klassenunterschied. Nur lassen Sie uns hoffen. Denn die letzten Ballwechsel, die waren schon okay und vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass Agassi sein Aufschlagspiel durchbrachte, denn dann wird Rainer Schüttler jetzt gleich servieren. Und dann kann man nur hoffen, dass er gut startet. Hat sich ein neues Shirt angezogen, wird also wieder als roter Blitz bei den Australian Open auftreten, ab Februar im Handel. Selbst Capriati und Kleisters haben dieses Shirt nicht tragen dürfen in Los Angeles bei
dem Endturnier der Damen. Also weltexklusiv sozusagen der deutsche Rainer Schüttler mit dieser modischen Vorstellung. Agassi war gut unterwegs, muss man sagen. Er sieht dieses Turnier sogar als Vorbereitung für die kommende Saison. Nimmt natürlich hier alles mit, hat noch überragende Chancen, das Ding zu gewinnen. Wäre natürlich eine tolle Sache. Aber vor allen Dingen schaut er schon nach vorn. Ja, es ist sehr gut, hier ein paar harte Matches zu haben, dass ich langsam meinen Rhythmus finden kann. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Position für das erste Grand Slam Turnier im kommenden Jahr. Das ist genau das, was ich brauche, vor allem für mein Selbstvertrauen, sehr gut. Ist wirklich so, er wird nicht aufhören im kommenden Jahr, wird natürlich immer wieder gefragt, aber er sagt, für Steffi ist es momentan okay, will ja mindestens 4, 5 Kinder mal haben, der gute André. Hoffentlich hat er das schon mit Steffi Graf gesprochen. So, zweiter, vielmehr dritter Satz und wir sehen eine Änderung. Ein weißes Schweißband am rechten Handgelenk von Rainer Schüttler. Soll das Hoffnung machen? 15 Mann. Das ist so verdammt wichtig, dieses erste Spiel. Nur so geht's auf den Weg zurück. Das weiß er wie kein Zweiter. Der kennt ihn so gut, als Schüttler nur in den Ferien Tennis spielte, als Jugendlicher, trotzdem Weltranglisten-Sechster war, reifte der Gedanke, dass daraus mehr werden kann. Er ist verzweifelt. Der ist alles andere als positiv momentan und er sieht sich zwei Breakbällen gegenüber. Lässt sich zu wenig Zeit, Schüttler. Aber immerhin, das Blitzen in den Augen, das haben wir gesehen. Wenn Agassi jetzt das Break macht, dann ist er fast weg. Vor allen Dingen auch mental weg. Das Break ist da. Agassi geht mit 1:0 in Führung. Der Mann, über den Jewgeni Kafelnikow, der Russe, mal sagte, Agassi ist wie Jesus. Egal, wohin er auch geht, er wird überall erkannt und überall geachtet. Beide dürfen sich nicht setzen. Chancen sind immer noch da, nach wie vor. Agassi kann jederzeit gebreakt werden. Alles eine Frage, wie es mit der Kraft bei Schüttler aussieht und mit der psychologischen Verfassung. Das ist überhaupt ein Turnier hier in Houston mit den äußeren Bedingungen, die schwierig sind. Ein Außenturnier nach der Hallensaison, das sehr an die Nerven geht. Das war bei vielen zu spüren, zum Beispiel auch bei einem Ferrero.
Ich glaube, der war genau auf der Linie. Dennoch war eine gute Variante von Schüttler. Na, hier wird er ausgegeben. Die Punkte gehen jetzt zu schnell weg aus Sicht des Deutschen. Da muss ich sehr beherrschen. Sie haben alles getan, um ihn optimal vorzubereiten. Als er sich einspielte, wurde sein Lieblingssong hier gebracht, der Houston-Song, eigens komponiert, vom Liedsänger von Europe. War gut. Kleine Fankolonie der Deutschen regt sich, sitzen schräg oben hinter Rainer Schüttler. Gut serviert. Agassi führt mit 2-0. Und das wird jetzt ganz klar verdammt schwierig. Es muss unbedingt ein Spielgewinn her. Nach dem Satzgewinn 8 Spiele in Folge an den Amerikaner. Rainer Schüttler hat sich eben noch mal ein bisschen warm gemacht. Also generell für mich sieht das jetzt wirklich ein bisschen positiver aus. Hoffentlich schlägt sich's auch gleich in Zahlen wieder. Abhaken. Ging ja noch gut aus. Couldn't see his face there, mate. Okay. Ganz klar, der äußere Eindruck täuscht nicht. Alles jetzt wieder mehr in der positiven Richtung. Und er hat allen Grund dazu. Das ist ein Riesenerfolg. Schon jetzt. Jetzt kommt die Faust. Schauen Sie mal, der pusht sich wieder. Also, nach dem Tief, vor allen Dingen zahlenmäßig, ist er jetzt wieder präsent. Und ich würde nach wie vor nicht auf Agassi wetten. 2-1. Der Spielstand für den Amerikaner.
der Aufschlag, in dem auch viel gearbeitet hat. Ja, vielleicht noch eine Sache. Es war sicherlich in Deutschland zu lesen. Er hat ja hier Unterstützung bekommen. Die ehemalige Broses-Sängerin Indira ist hier. Aber ich kann Ihnen verraten, die beiden haben nichts. Aber wir haben die junge Dame getroffen. Vielleicht hören wir da mal kurz rein. Ja, da schlendert man so über die Anlage von Houston. Und wen sieht man da? Eine junge Dame, die richtig gut singt. Indira, was machen Sie denn eigentlich hier? Ja, also ich habe hier ein paar Investoren-Termine in Houston und rein zufällig spielt ja auch der Rainer hier und deswegen lasse ich mir natürlich kein Match entgehen, wenn ich Zeit habe. Jetzt will natürlich ganz Deutschland wissen, da wird ja wieder so viel geschrieben. Sind Sie befreundet? Wir sind befreundet. Mehr als befreundet? Nö. Was macht Ihre eigene Gesangskarriere? Also ich nehme gerade auf und schreibe viele Songs, bereite mich vor auf nächstes Jahr und Anfang des Jahres kommt dann mein Album raus. Und was sagen Sie hier zu dem Erlebnis Tennis? Ich meine, so Leute wie Agassi zu sehen, jetzt spielt der Rainer auch noch gegen Agassi. Wie empfinden Sie das? Also das ist eine große Chance für Rainer und ich, also ich finde es toll, die ganzen Tennisspieler hier zu sehen und so hautnah. Also ich muss gestehen, ich kenne eigentlich nur den Rainer und Agassi, die anderen kenne ich alle gar nicht. Das reicht aber schon fürs Halbfinale auch? Ja, also inzwischen hängen ja überall diese Bilder. Also ich bin kein Tennis-Crack, wie man merkt, aber ich liebe den Sport und ich gucke es mir gerne an. Vielleicht auch mal probieren. Und sie ist auch heute dabei, hat sich gestern Abend auch das Roddick-Match angeschaut. Erster Punkt ging an Agassi bei 2-1-Führung. Auch der war aus. Jetzt kommen wieder Zurufe. Die Trainer werden genau beobachtet. Dirk Horloff macht das teilweise so, der lässt einen anderen rufen. Kein Witz. Einen der Betreuer, der Freunde. Hallo Leute, Leute. Vielleicht gibt das nochmal einen richtigen Weckruf. Nach Hause, nach Deutschland. Nach Korbach ins Tenniszentrum oder Eppe in der Mehrzweckhalle. Da wird jetzt die Hölle los sein. Vor allen Dingen, wenn es einen Break gäbe. Da spielt er auch die Kraft an die Rolle. Sehr viel unterwegs. Ansonsten topfit. Agassi hat immer noch leichte Probleme mit dem Handgelenk. Eine unterstützende Bandage, ein Tape-Verband unter dem Schweißband. Aber er sagt selber, behindert mich nicht sehr. Noch alles drin. Breakball. Er schwächelt ein bisschen. Ein paar mehr Fehler jetzt in letzter Zeit. Das kann ja so schnell gehen. Und da sehen wir Indira hier vorne rechts. Da ist es. Und jetzt möchte ich mal gerne wissen, was zu Hause los ist. Und seine Eltern. Mensch, der Vater, der war gestern Abend auch völlig bedröppelt. Aber hat ihm gesagt, Junge, komm, Kopf hoch. Es war deutlich zu spüren, bei 0-2, als ich Ihnen geschildert habe, wie Rainer Schüttler hier genau unter uns, unter der Kabine, plötzlich wieder anfing, sich richtig aufzulockern, aufzupuschen. Zwei beide. Willkommen zurück im Halbfinale von Houston. Früh gesehen. Das ist gut. Starkes Spiel von Agassi, der ganz früh unterwegs war.
Unfassbar exakt gespielt vom Amerikaner. Oh, er muss viel arbeiten. Tolles Laufpensum wieder von Rainer Schüttler, aber beeindruckend, was dieser Andre Agassi spielt. Und Schüttler schafft es jetzt nicht immer, ihn laufen zu lassen. Gefahr schon wieder im Verzug, aber es kann hier noch jede Menge Wenden geben in dieser Partie. Ich weiß nicht, überhaupt nicht, wie es Ihnen daheim geht. Ich habe einen Puls von 200. Hier ist alles möglich. Hier ist das Finale bei dieser Weltmeisterschaft möglich. Zuletzt hatte es 99 Kiefer probiert, scheiterte in Hannover im Halbfinale. Der tut gut. Und vor allen Dingen tut Rainer Schüttler gut, dass er sieht, dass auch der Gegner aus scheinbar normalen Ballwechseln Fehler macht. Pausen werden länger. Das ist auch okay so. Jawohl, alles anders. Ergebnis, Ausstrahlung und der hier, was der miterlebt. Also ich kann Ihnen sagen, wie die sich manchmal im Training fetzen, aber dann auch gleich wieder motivieren. Das ist eine Geschichte für sich. Rainer Schüttler also wieder in Führung. Ist das eine Geschichte? Wäre das eine Geschichte? Nicht zu fassen. Ich habe es erzählt, der musste überredet werden, dass er Profi werden würde, wollte eigentlich studieren, will sowieso auch nach dem Profijahr, will er die European Business School absolvieren. Ein Jahr vor dem Abi, da erschien er in der Junioren-Weltrangliste und Thordorf redete ihm zu, nach dem Abi, dass er gebaut hat. Er war früher ein guter Schüler, in der Mitte hat er ein bisschen geschlampt, hat er erzählt. Und dann zum Schluss wieder richtig gut. Also nach dem Abi kam er dann zum Profitennis. Die Lust am Fußball hat er relativ früh verloren, obwohl er ein guter Fußballer war. Das lag daran, dass irgendwann wartete er mal nach einem Training, dass er abgeholt werden sollte. Und es kam keiner und er stand und stand und stand. Und ab dem Zeitpunkt, weil es so unangenehm war, hat er sich gesagt, Mensch, also mit Fußball höre ich auf, das ist nichts. Da spiele ich lieber Tennis. War keine Fehlentscheidung. Agassi ist so eine Art Vorbild von ihm, vom ganzen Äußerlichen. Jetzt sehen Sie mal diese kleine Tape-Bandage da unter dem rechten Handgelenk.
bei Agassi, der auch schon einige Verletzungen zu verkraften hatte, vor allen Dingen ja dieses Down, als er bis Richtung 150 in der Weltrangliste verschwunden war vor 6 Jahren. Ein unfassbares Comeback. 99 dann der French Open Sieg. Und die Annäherung zu seiner heutigen Frau, wie er sagt, das schwerste Match meines Lebens, schön, dass ich es gewonnen habe. Das kann auch noch schwer werden. 2-3. Der hat lange spielen müssen hier in jeder Partie gegen Ferrero, gegen Federer und gegen Nalbandian über 3 Sätze. Ganz stark. Um ihm wieder eine kleine Neuigkeit zu geben, Rainer Schüttler fängt wieder ein bisschen an zu lamentieren. Man muss da ja sehr genau hinschauen. Ist das zu glauben? Und das ist fair, aber das ist typisch Darren Cahill. Das war schon zu aktiven Zeiten so derart fairer Spieler. Wie der da drankommt und den Cross spielt. Hier, Handgelenk, Unterarm und dann das Pushen. Da ist jeder Punkt jetzt ein kleiner Meilenstein. Aber Hochachtung auch für Agassi. Ein Wahnsinnstyp. Toll aufgeschlagen. Ganz stark. Ein Riesenspiel nach dem Durchhänger im zweiten Durchgang. Jetzt beide am Limit. Vor allen Dingen auch Kräfte und ganz wichtig von der Psyche her. Er ließ sich zu Beginn seiner Karriere von Jim Loehr betreuen, einer, der auch zusammenarbeitete mit Lendl oder Sabatini. Und Rainer Schüttler immer mal wieder bei einem Herrn namens Paganini, sozusagen um psychologische Unterstützung bemüht. Aber das ist im Weltklasse-Sport kein Einzelfall. Wichtige Komponente. Vor allen Dingen jetzt nach 1:50. Thank you.
viel Raucher. Hat sich extra im Flieger noch 3 Stangen besorgt. Ist aber Rauchverbot auf der Anlage. Vielmehr im Bereich des Platzes. Legacy geht ganz aggressiv auf den zweiten Aufschlag. Hieße für Schüttler. Natürlich probieren, den ersten reinzuspielen. Eine Variante wäre jetzt bei diesem wichtigen Spielstand ein Slice. Gesagt, getan, jawohl, da ist der Slice. Nur so ging das jetzt. Er musste Sicherheit reinbringen. Spielball zum 4-3. Wieder kommt Agassi. Das ist jetzt ein Pokerspiel. Schüttler weiß genau, dass wenn er den zweiten verwenden muss, dass Agassi dann weit, müssen Sie unbedingt mal drauf achten, ins Feld reingeht und die Bälle früh beim Aufsprung, kurz nach dem Aufsprung nimmt. Das macht keiner so exzellent wie er. Und genau das ist das Pokerspiel. Entscheidet man sich für den sicheren Aufschlag oder geht man mal Risiko beim ersten, glatt durchgezogen durch die Mitte? Er scheint uns zu hören. Aus. Breakball Agassi. Der war aus. Entscheidung war korrekt. Und natürlich Schüttler völlig deprimiert, frustriert. 4-3. Und jetzt gibt es die Verwarnung noch für Rainer Schüttler. Auch das muss er machen, das steht so in den Regeln. Ball Abuse, also weil er den aus dem Stadion gefeuert hat. Es gibt noch eine Chance zurück, aber das war eben auch deutlich zu spüren, wie der Druck wuchs und wie Schüttler begann nachzudenken beim ersten Aufschlag, wie er nicht genau wusste, ob er viel riskiert. Ja, der Ball war aus, keine Frage, diesmal sogar bestätigt durch diese grafische Analyse, die nicht immer funktioniert.
Das war einfach ein Druck, den Agassi aufgrund seiner vielen Matches, seiner großartigen Erfahrung ausgenutzt hat, hat dem Gegner gezeigt, wenn du jetzt den zweiten brauchst, gehe ich vor. Und da reagiert man dann zwangsläufig drauf, weil man ja vor allen Dingen unbedingt einen Doppelfehler vermeiden will. Und das war dann die Aktion von Schüttler. Geben wir ihn noch nicht verloren. Warum auch? Es gibt jederzeit die Möglichkeit zurückzukommen. Zudem spielt Schüttler jetzt auf der Seite, wo er vermehrt unterstützt wird aus seiner Box. Agassi braucht das nicht. Übrigens auch sein Coach sitzt immer hier auf dem gleichen Stuhl, immer in der gleichen Entfernung. Sein Konditionstrainer schräg über Darren Cahill, auch das bei jedem Match zu sehen. Also es geht nicht nur dem Rainer Schüttler so mit dem Aberglauben, der ist vielleicht ein bisschen extrem. Gleiche Dusche und so weiter und so fort. Komm nochmal. Möchte man ihm zurufen. Was hat er für ein tolles Jahr gespielt und das könnte die Krönung sein. Agassi hat einen neuen Schläger, weil es neue Bälle gibt. Kleiner Vorteil für ihn. 4-3. Ein unglaublicher Ball von Agassi. Kurz nach dem Aufsprung genommen, weil das war stark gespielt von Schüttler. Unerreichbar. Ja, jetzt hat Agassi auch Glück. Langer Return, gefährlicher Return und dann ein Notschlag des Amerikaners genau auf die Linie. Schaut da nochmal hin. Yeah. 5-3. Nicht mehr weit entfernt vom Finale beim Tennis Masters Cup in Houston. Eine Flut von E-Mails hat er hier bekommen. Schön, dass er gleich eingeblendet ist mit den Glückwünschen. Na, da ist ein Amerikaner, ein Showtyp. Die Glückwünsche und die viel Glückwünsche für Agassi. Tausende sollen eingetroffen sein, auch für Roddick. Das ist schwer. Was sehen wir hier noch für Tennis? Und das muss ihm doch Auftrieb geben. Alles geben nochmal beim vielleicht letzten Auftritt, hoffentlich aber nicht letzten Auftritt des Jahres. Die Beine werden müde sein, der Kopf auch, ist doch klar. Mal schauen. Thank you.
Blick zu Darren Cahill. Und die Anfeuerung gleich zurück. Gut. Insgesamt das vierte Ass von Schüttler, das dritte in diesem Durchgang. Ja, was war es? Fristverlängerung? Oder vielleicht nochmal Andeuten einer Wende? Haben Sie gesehen, da lagen Bananen unter dem Schiedsrichter. Bringt nicht viel, das jetzt noch zu sich zu nehmen. So, jetzt gibt es das Elektrolytegetränk. Das trinkt er immer zuerst. Dann normales Wasser. Auch dieser Wechsel immer gleich bei Rainer Schüttler. Und da haben wir die kleine Fankolonie. Nochmal sammeln. Nochmal konzentrieren. Das ist wichtig für den Deutschen. Der mentales Training gemacht hat bei jenem Herrn Paganini, der sich damit auskennt. Der eben aber ab und an das Problem hat, dass er sich selber zu sehr fordert, weil er ein Perfektionist ist. Er ist kaum zufrieden, ähnlich wie Michael Stich einst. Weder nach einem Training noch nach einem Spiel. Und wann, wenn nicht jetzt, nach einer so tollen Saison, könnte dieser Rainer Schüttler zufrieden sein. Der hat sich 9 Jahre am Stück in der Weltrangliste verbessert. Das gibt es unter den aktiven Profis überhaupt nicht. Das hat auch Andre Agassi niemals in seiner Karriere geschafft. Schüttler geht als erster auf den Platz. Vielleicht auch symbolisch. Und jetzt kommt Agassi. Leute, zeigt uns das Bild. Standing Ovations. Und das ist für beide. Die ersten 1-2 Punkte sind wichtig. Der war auf der Linie. Es wird übrigens langsam aber sicher ein bisschen dunkel. So langsam könnten die mal die Lichter anwerfen. Werden sie aber in dieser Partie wohl nicht mehr machen. Wäre eine Umstellung. Kann Schüttler nochmal zurückschlagen? Ja, er zeigt es an. So knapp war es. Jetzt nach jedem Ballwechsel der Blickkontakt mit Dirk Hordorf. Er läuft nochmal, als sei es der letzte Ballwechsel seines Lebens. Und jetzt kam die Rückhand, die Linie entlang, weil Agassi stehen blieb. Da hinten sehen Sie es. Der blieb mehr in der Rückhandecke stehen. Und das nutzte Schüttler. Der Shaker, wie ihn Tommy Haas getauft hat. Oh je, der nächste Punkt. Viel Risiko von Agassi. Er hat selten so hart serviert mit dem zweiten. Das waren fast 150 km/h. Matchball für den Amerikaner nach 2 Stunden und 6 Minuten. Nach einem Jojo-Spiel, ständigem Auf und Ab. Und einem Rainer Schüttler, der zumindest 2 Sätze
allerbestes Tennis zeigte. Vielleicht noch zeigt in der Folge. Hoffen wir es mal. Das ist nicht zum Aushalten. Da ist die Reihenfolge. So sitzen die beiden immer. Cahill unten und er genau auf dem gleich nummerierten Platz. Rechts oben. Wieder die Slice-Variante, die da gut ist auf der Seite, weil der Platz aus Schüttlers Sicht nach rechts abfällt. Nächster Matchball. Und aus deutscher Sicht zum zweiten Mal die Hoffnung, dass der erste Aufschlag nicht kommt. Die Standing Ovations und eine tolle Geste. Glückwunsch, Andre Agassi, und vielen Dank, Rainer Schüttler. Na klar gehören ihm jetzt die Ovationen. Der hat wirklich gekämpft ohne Ende. Wieder ein Dreisatzmatch, das Agassi gewinnen konnte. Und wieder war es so, so knapp. Weil Rainer Schüttler fantastisches Tennis spielte, zwei Sätze lang. Und jetzt hören Sie mal, wie der verabschiedet wird. Tolles Turnier, tolles Jahr, obwohl er verloren hat. Der wird dran knabbern, das ist doch völlig klar. Andre Agassi also im Finale, entweder gegen Federer und gegen Roddick. Die Partie gibt es ja dann gleich noch. Wir gehen kurz in die News, dann meldet sich Carsten Linke wieder. Oh, das war ein Krimi. Das war ein Spiel, das viel Spaß gemacht hat. Und man kann nur hoffen, dass Schüttler sich schnell beruhigen wird und realisiert, was er geleistet hat. Geht jetzt in Urlaub, besucht Tommy Haas. Die beiden werden ein bisschen Spaß haben, dann ein bisschen trainieren. Dann geht es nach St. Anton beispielsweise. Und die neue Saison beginnt in Asien mit einem Exhibition-Turnier. Und dann geht es nach Australien, wo er, wenn es geht, die Finalteilnahme verteidigen will. Zu später Stunde sage ich erstmal tschüss, schön, dass Sie dabei waren. Aber es gibt ja noch mehr. Carsten Linke meldet sich nach den News mit dem zweiten Match. Erleben Sie den ATP Masters Cup mit Lacoste. Mit Kia. The Carded Cas. Friedestein Reifen. Designed to protect you. Die Rugby-Weltmeisterschaft 2003 mit Peugeot, offizieller Partner.
Herzlich willkommen zum Rugby-Rund Umkick, erstes Halbfinale. Und morgen steht der zweite Finalist fest. Vor dem Spiel waren die Karten eigentlich schon gelegt. Laut Experten hatte Gastgeber Australien nicht wirkliche Chancen gegen Neuseeland. Nach 8 Minuten eine strittige Szene. All Blacks, Mills, Mulaney, berührt er die Eckfahne. Der Videoschiedsrichter wird eingeschaltet und der entscheidet kein Versuch für Mills. Dafür der amtierende Weltmeister Australien im Vorwärtsgang. Sterling Mortlock mit dem ersten Versuch für die Wallabies. Und Elton Flatley punktet bei der Erhöhung 7:0. Wir machen einen Sprung in die 22. Minute im Halbfinale von Sydney. Jerry Collins und Nathan Sharp sichern sich einen Strafkick. Und das ist Mr. Penalty 100%. Elton Flatley wieder zur Stelle. Neuseelands Kapitän ist Ruben Thorne. Er schaffte den einzigen Versuch für seine Mannschaft in dieser Partie. Sonst allerdings brachten die All Blacks nicht viel zusammen. Verloren mit 10:22. Ruben Thorne war es auch, der sich hinterher bei seinem Land entschuldigte. Ich kann jedem daheim versichern, dass er nicht annähernd so enttäuscht ist, wie wir es sind. Auch Auswirkungen auf die neuseeländische Wirtschaft befürchtet er jetzt. Und schuld daran wäre unter anderem er. Ein weiterer Strafkick von Flatley nach 53 Minuten. Und den gab es dann auch noch für die All Blacks. Liam McDonald macht 3 Punkte. Für einen Versuch gibt es ja 5. Eine Erhöhung bringt 2 Punkte. Keine Viertelstunde vor Schluss. Noch diese Szene. Hollett gestoppt von Wendell. Und beim Stand von 22:10 für Australien der erlösende Schlusspfiff. Australien im Finale. Morgen stellt sich heraus, wer Gegner im Finale wird. Es könnte zu einer Nauauflage von der letzten WM kommen, denn die Franzosen sind wieder dabei. Sie kämpfen morgen gegen England. Hier sehen wir sie beim Sieg gegen Irland. Dabei sein wird natürlich auch wieder Frankreichs Center Tony Marsh. Die Engländer sind heiß auf uns. Für mich waren vor der Beginn der WM die Engländer die Favoriten zusammen mit den All Blacks. Es wird sehr schwer, sie zu schlagen. Aber wenn wir unsere Fehler in Grenzen halten und 80 Minuten durchspielen, dann könnte es doch klappen. Die Engländer spielten sich gegen Wales ins Halbfinale dieser Weltmeisterschaft. Ich denke, wir schauen uns nochmal die Partien gegen Südafrika, Samoa und Wales an, um zu sehen, wie man die Verteidigung knacken kann. Wahrscheinlich geht es darum, wer 1-2 Fehler mehr macht und das entscheidet dann die Partie. Also derjenige, der die leichten Sachen gut schafft, der gewinnt wahrscheinlich auch. Wieder Frankreich gegen Australien im Finale, da hat England noch ein Wörtchen mitzureden. Die Rugby-Weltmeisterschaft 2003 mit Peugeot, offizieller Partner. Wonderful technology. All right. Pressing down a bit. I'm rolling off. Good luck in the shell, Bert. Yeah, it comes off. All right.
Willkommen zum News Report. Lettland schockt die Türken und Bertis Schotten die Oranjes. Das Tête-à-Tête ging an Frankreich. Deutschland kassiert gleich 3. Und wir schmettern uns zum World Cup. Der Volleyballerin Birgit Hasselbusch sagt Hallo. Den Letten winkt ein historischer Erfolg und der hat einen Namen. Verpa Kuskis. Hier haben wir ihn bei der Generalprobe im Playoff-Spiel gegen die Türkei. Und da kann Rustü im Tor den Ball kaum festhalten. Das war der Warnschuss. Einen frühen Treffer brauchen wir, sagte Lettlands Coach. Ja, und Verpa Kuskis, der tat ihm den Gefallen in der 29. Minute mit dem 1:0 gegen den WM-Dritten aus der Türkei. Die Massen in Riga außer sich, denn bei den Türken flog danach noch Emre Asik vom Platz. Nachdem der Jubel hier vorbei war für das Vergehen gegen Rebkus. Die Türken mit Pech an den Füßen und auch am Kopf. Lettland hat dem haushohen Favoriten ein Stolpern gebracht. Mal sehen, ob die Türken im Rückspiel ganz fallen. Und hier gibt es die ähnliche Geschichte nochmal in dunkelblau-orange. Die Schotten vor dem Anpfiff gegen Holland im Hampden Park. Schon eher die Außenseite, aber ein gewisser James McFadden geizte in der 22. Minute nicht mit Schusskraft. Er bringt die schottische Nationalmannschaft um Coach Bertie Vogts nach vorne. Überwindet Edwin van der Sar und Frank de Boer hatte diesen Ball noch abgefälscht. De Boer war es auch, der kurz nach der Halbzeit seinem Gegenspieler entwischte, aber Naismith konnte den Kopfball da eben auf der Linie klären. Und im schottischen Strafraum, da war dann auch in der zweiten Halbzeit ordentlich was los. Die Niederländer sagten ja vorher, alles andere als die EM-Qualifikation wäre ein Drama. Und der ging nur an die Latte. Beide Trainer hatten mit ihren Aufstellungen überrascht. So spielte Ruud van Nistelrooy doch, konnte aber auch das 0:1 nicht verhindern. Sein Team könnte am Mittwoch zum rausfliegenden Holländer werden. Wales in Rot hatte wahrlich die schwierigere Aufgabe beim Auswärtsspiel in Moskau gegen Russland. Die Gastgeber gingen in die Offensive, aber die Waliser hielten dagegen, ließen die Russen nur selten direkt vors Tor. Und wenn, dann rettete Paul Jones, Torwart bei Wales, ein paar Mal, wie eben gesehen, bei dieser Ecke. Für Russland konnte übrigens doch Verteidiger Vadim Evsev spielen. Er hatte das Trainingslager verlassen, um bei der Herzoperation seiner Tochter in Deutschland dabei zu sein. Auch das war knapp, die Begegnung blieb torlos 0:0 und Wales hat jetzt alle Chancen, mit einem Tor in der Heimat den Weg nach Portugal zu ebnen. Und das auch dann Mr. Jones im Kasten zu Dank. Auch Slowenien hat sich eine gute Ausgangslage erarbeitet. Im Maksimir-Stadion von Zagreb gab es ein Unentschieden gegen Kroatien. Die Kroaten schockten zwar gleich nach 5 Minuten durch Dado Prisu mit dem 1:0. Aber die Slowenen hielten dagegen, schafften noch in der ersten Halbzeit den Ausgleich. Erwin Siljak, der Glückliche. Und wieder ging das Ganze von einem Freistoß aus, wie auch schon auf der anderen Seite bei dem Treffer. Kroatien hatte Slowenien in der Qualifikation zur Euro 96 und zur WM 98 rausgekickt. Dort wurden sie ja Dritte, die Deutschen wissen es nur noch zu gut. Und jetzt hat Slowenien die Möglichkeit, nach dem 1:1 den Spieß umzudrehen.
am Mittwoch beim Rückspiel in Ljubljana. Einen ausführlichen Euro-Qualifikationsrundumschlag, den gibt es hier bei uns bei Eurosport nach dem Live-Tennis heute Abend noch. Wenn Kevin Kurani vom VfB Stuttgart hier getroffen hätte gegen Grégory Coupé im Tor der Franzosen, dann wäre das Freundschaftsspiel ja vielleicht anders gelaufen. Hätte, wäre, wenn Thierry Henry schenkte den Deutschen das 1:0 ein. Und der Pass kam von Bayerns Pichente Lisa Razou. Der Europameister gegen den Vize-Weltmeister in Gelsenkirchen. Die Equipe Tricolore zaubert gegen Rudi Völlers Team. David Trezeguets erster Streich war das hier und diesmal leistete Henri die Vorarbeit. Olli Kahn zum zweiten Mal geschlagen. Ja, und der zweite Streich von Trezeguet, der folgte 9 Minuten vor Schluss auf dem falschen Bein erwischt. 3:0 für Frankreich gegen Deutschland. Silke Krauser ist die WM-Revanche gelungen. Zum Auftakt des Rodel-Weltcup in Sigulda verwiesen Nagano-Olympiasiegerin Krauser ihre Erzrivalin Silke Otto auf Platz 2. Das war gelungen, sagte sie über ihren 22. Weltcup-Erfolg. Einen Dämpfer mussten die Olympia-Champs Patrick Leitner und Alexander Resch einstecken. Mit Platz 7 für Andreas und Wolfgang Linger lief es besser. Im Doppelsitzer mit dem Sieg auf der Strecke hatten sie die Österreicher bereits den WM-Titel gesichert. Dahinter folgten Patrick Gruber und Christian Oberstolz aus Italien vor Markus und Tobias Schiegel, den Österreichern. Die Favoriten haben mal wieder das Eis gebrochen beim Eiskunstlauf Grand Prix in Paris. Russlands Weltmeister Jewgeni Plushenko siegte in der Kür und bereits auch gestern im Kurzprogramm bei der Trophäe La Ligue. Und das trotz eines Patzers beim Vierfach-Tulup. Stefan Lindemann rangierte gestern ja auch auf dem 12. und letzten Platz. Er stürzte beim dreifachen Axel. Brasilien hat sich ein Ticket gesichert und Gegner Italien ein Bein gestellt. Beim World Cup in Japan schlugen die Brasilianerinnen Italien mit 3:1. Sie haben sich damit für die Olympischen Spiele in Athen im kommenden Jahr qualifiziert. Italien hätte ohne Satzverlust gewinnen müssen. Das hat nicht hingehauen für die blauen Schmetterlinge. Und darüber haben sich die USA gefreut, aber sie hätten es auch selber geschafft mit der Fahrt nach Griechenland. Der WM-Zweite bezwang Kuba mit 3:0. Und vorher hatte sich schon Turniersieger China die Olympia-Fahrkarte gesichert, gegen Japan nämlich. Hier haben wir sie in der Partie und die deutschen Damen müssen auf die Europa-Qualifikation in Baku hoffen. Die Wallabies immer für eine Überraschung gut. Gastgeber Australien steht als erstes Team fürs Rugby-WM-Finale fest. Sie schlugen die Neuseeländer mit 22:10, unter anderem durch diesen ersten Versuch von Sterling Mortlock im Spiel und die anschließende Erhöhung durch Elton Flatley. Die Australier sind zwar Titelverteidiger, haben momentan aber ein Tief, das sagten die Experten. So sah es hier allerdings nicht aus. Die favorisierten All Blacks sahen oftmals schwarz. Nur der einzige Versuch von Ruben Thorne, den gab's. Das bricht einem das Herz, sagte Neuseelands Kapitän Thorne. Aber die Australier waren vor gut 82.000 Zuschauern im Olympiastadion von Sydney zu stark in der Defensive. Der Endspiel